Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von The Last of Us. Leider habt ihr gerade eine kleine Zwischensequenz verpasst, beziehungsweise Gespräch von ihnen. Wir sind jetzt hier gerade reingeladen vom letzten Mal. Und da haben sie gerade, glaube ich, über Football geredet. University of Eastern Colorado, wir sind wieder in der Stadt. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal hier geradeaus. Einfach nur, um zu schauen, ob es da nicht eventuell Loot hat. Aber ich glaube nicht. Okay. In dem Häuschen vielleicht. Aber da komme ich nicht rein. Hier hinten. Ja. Ruhig. Nice. Was ist Carlos überhaupt für ein Name? Du hättest Tommy ja fragen können, wie er heißt. Carlos. Achso, du kommst einfach mit, okay. Rutsch mal. Haben wir hier noch mehr Goodies? Und mein Bauchgefühl sagt mir, wir werden hier Probleme haben. Wieso galoppieren? Will ich das? Muss ich das? Okay, für mich sieht hier nichts wie ein Spiegel aus. Wir reiten zum Innenhof. Und da sollten wir den Campus überblicken können. Naja. Nicht sehr bewohnt hier. Okay, da haben wir eine Absperrung. Irgendwelche Goodies hier? Nein. Space. Achso, wir können da drüber. Wir gehen erstmal hier rein. Beziehungsweise ich. Ich bleib bei Carlos. Ja, mach du nur. Ich hasse den Namen. Ach komm, sei mal nicht so. Okay. Erstmal hier umsehen. Keine Gutes. Wie schaut mal aus waffentechnisch? Ja, ich glaube, ich nehme mal dich. Erst nach unten. Na, gehen wir zuerst nach oben. Bitte keine bösen Überraschungen. Hier gibt's nichts. Okay. Oh, mein, war mal ein Ausguck. Ein gutes Zeichen. Je nachdem, wie man sieht. Lesen. Rennstags der 8. Nichts. Hat dir nicht gesagt, dass Leute vorbeikommen? Warum sollen wir draußen sein, wenn hier nichts passiert? 1.9. noch immer nichts. Mach euch auf zu nörgeln. Wenigstens hast du hier Zeit zum Lesen. Warten ins Labor zu schieben, ist die Wade elend. 14.9. 5 neue Rekruten aus der QZ Chicago. Eingang. Ah, endlich einer hat mir ein Päckchen Kipp für gute Arbeit gegeben. Nett. 5.10. 6 Typen aus dem HQ-Eingang. 6 Leute für einen Truck? Das muss es schlimmer sein, als ich mich erinnern kann. Was liefern aus dem HQ-Eingang? Ach ja, ich habe 2 Äpfel aus einer Kiste stibitzt. Einer ist für dich. Guten Appetit. 31.10. 10 Millionen Werwölfe. Die hab ich nur für dich reingelassen, Andrea. Happy Halloween. 5.11. Speer zu Vorratsbeschaffung in die Stadt gegangen. Ausgang. Speer zurückgekehrt. Eingang. Roger hat mich angebrüllt, weil ich geschlafen habe. Arsch. Das hat sich jetzt für ein Biologe aus San Francisco. Der ist ein richtiges Arschloch. Pass auf ihn auf. 3 neue Rekruten als Eskorte. Die haben immer wenigstens frohe Weihnachten gewünscht. Habe ihnen verschwiegen, dass ich jüdisch bin. 22.02. 10 Kisten aus dem UT-Krankenhaus Laborgraben. Naja. Moment. Mitnehmen. Immerhin schön sauber protokolliert. Ah, und da ist dicht. Okay. Hat sich schon mal gelohnt, hier ein bisschen nachzusehen. Was haben wir hier? Ja, bitte. Gerne. Nö. Das will ich nicht tauschen. Hat hier irgendjemand irgendwo Munition vergessen? Ich glaube, das war... Ah, noch. Werkbank. Moment.
bevor ich da hingehe, erstmal hier schauen. Ja. Okay. Ab zur Werkbank. Was können wir Schönes machen? Okay, dann mal los. Nein, mit der Meterbus, die Kapazität, Feuerrate, Feuerrate. Bei dir machen wir, glaube ich, mal die Feuerrate. Okay, ein bisschen sauber machen und schon geht's schneller. Und bei den großen Bummen. Ach, Lade. Ziehtempo. Machen wir bei dir mal Nachladetempo. Okay, da kommt irgendein Teil rein, was auch immer das ist. Keine Ahnung, bin kein Waffenexperte. Gut, das war's. Wir brauchen noch so ein Werkzeug-Upgrade. Stufe 4. Wie sieht's aus? Hier hätte ich gern Schrotflinte und wir gehen mal auf den Bogen. 8 Schuss. Und die Leute wohnten und lernten hier, obwohl sie erwachsen waren? Ja, lernen, feiern, sich selbst finden, herausfinden, was sie vom Leben wollen. Was sie von ihrem Leben wollen? Da geht's auch rein. Da schaue ich mir natürlich auch an. Bin gleich wieder da. Ich warte. Goodies, Goodies, Goodies. Keine Goodies. Wie viele Leute sind da wohl? Fireflies meine ich. Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Ich vermute mal, es sind Zero da. Geht's hier denn weiter? Link nach Runnern. Bleib beim Pferd. Ich schau mal. Bist du sicher? Was? Nein, nicht zu machen! Nicht, dass er wegläuft. Bin gleich zurück. Da oben. Sieht mir zusammengepfuscht aus. Was steht da? Wir mussten die Tür zum Generator im oberen Stockwerk verkabeln. Bitte sparsam benutzen, wir haben bald kein Benzin mehr. Aha. Probieren wir es mal. Was ist das? Flammenwerfer. Okay. Ja, damit kann ich arbeiten. Aber mit Flammenwerfer will ich erstmal nicht arbeiten, sondern mit dem Bogen. Einen Moment. So, Entschuldigung. Ja, mehrere. Hier oben auch. Okay. 1, 2, 3, 4. Na, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind's. Oh, fuck. Okay, da wären es nur noch 5. Okay, kommt da noch einer raus von euch? Oder wie ist da die Lage?
Ich schau mal von da hinten. Okay. Noch zwei. Okay, es braucht noch nicht mal Kopfschuss. Aber nur noch einen hier. Okay, mega geil. Wenn ich jetzt auch noch die Pfeile wieder kriege, wäre ich super happy. Das war das. Ah, schade. Oh yeah. Na, immerhin Flammenwerfer-Munition. Wo ich das Gefühl habe, den werde ich vermutlich bald... Mann, die sind alle kaputt! Ah, Mann. Ah, Minispiel. Was ich ja dezent hasse, ist, dass das Ding so laut ist. Einfach nur die andere Seite, oder? Ja. Haben wir hier draußen was? Was ich mal nachgesehen habe, aber das sieht so aus, als wäre hier nichts. Schade. Ich würde gerne nochmal da in die Gasse rausgehen. Oh ja, danke schön. Hey, ich habe überlegt, ich wäre gern Astronautin geworden. Tatsächlich? Ja, wie es wohl ist, allein in Wäldern zu sein. Oh, bestimmt ganz nett. So, weil ich dachte eigentlich, hier vorne oder da rechts geht es irgendwo weiter. Hat es hier noch irgendwie Loot? Da geht es nirgendwo hin. Okay, ne. Dann passt es schon. Rein wieder in die Hütte. Warte mal, das Labor wird voller Zombies sein. Oder wir haben einen Super-Zombie, nachdem es ein Labor ist. Ja, Moment, ich mache mal schnell das Tor hier auf. Was ist mit dir? Was wolltest du werden? Oh. Tja, als ich klein war, wollte ich wohl Sänger werden. Was, echt? Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Nein. Na los, ich lach nicht. Das wird nichts. Joel, bitte. Also, ich würde es auch gern hören. Okay, Dead End, aber wir gehen trotzdem mal die Treppe da hoch. Hä? Wasser? Achso, weil du da in der Mitte rein bist, okay. Nee, da ist auch nichts. Ganz viel nichts. Okay, ich geh mal wieder aufs Pferd. Rutsch doch mal. Okay, na los. Ich sehe gerade eine Einladung. Und wie ich da reingehe. Okay. Ist denn hier überhaupt irgendwas? Oh ja. Ein Firefly-Ding wieder. Sonst noch was? Oh ja, 5 von dem. Und das. Ja, Moment. Doch. 10 von diesen Tools. Naja.
Will mich nicht zu sehr beschweren. Rutsch mal. Sind das Affen? Ja, eine ganze Horde. Hä, wo denn? Ach, da! Okay. Ich hätte jetzt fast irgendwie damit gerechnet, dass es hier so eine Art Showdown gibt. Aber hier was Interessantes? Das war richtig toll. War das dein erster Affe? Das war mein erster Affe. Oh, da geht's weiter. Weil ich muss jetzt ja noch irgendwas in dem Gebiet geben. Das ist ja viel zu groß hier. Aber grundsätzlich ein schöner Campus. Da geht's auch irgendwo hin. Mal auf einem Gebäude. Oh ja, wir können in das Gebäude rein. Ja, Eli, du kennst mich. Da muss ich rein. Warum die Musik? Gibt es hier Überraschungen? Oh, das hat sich jetzt... Wow. Das hat sich jetzt überhaupt nicht rentiert? Oh, das sollte ich... Moment. Ah. I see. Und die nächste Notiz. Ah, na, das ist ein Upgrade. Medkit verbessert. Geil. Was in Loving Memory? Ach, das ist wie so ein Kirchenersatz hier. Oh, Tools. Gib. Oder ist es mehr so eine Krankenstation? Oder einfach nur Betten hier. Man weiß es nicht. Ja, Munition. Pill. Her damit. Oh ja, das hätte ich auch gern. Da ist auch noch was. Und raus hier. Sonst glaube ich, haben wir hier nichts. Gut, gut. Weiter auf dem Pferd. Los, rutsch. Ich glaube, das ist das Gebäude. Mindestens spiegelt es recht gut. Hey da! Fireflies! Wo? Ich sehe es. Ah ja. Das ist gut. Ein Zeichen der Fireflies. Da ist dicht. Hier kommen wir auch nirgendwo rein. Wenn wir das Mikrofon ganz leicht anpassen. Entschuldigung, wenn es mal kurz geknarscht hat oder sowas. Geht's auch nicht weiter. Hä? Doch, das ist eine Tür da hinten. Okay, und jetzt zum Tor. Ja, absteigen? Hallo? Joel? Hä? Sag mal, was ist denn jetzt los? Okay. Sie waren sich gerade nicht ganz so sicher. Du auch. Okay, warte mal kurz. Sinn machen. Ja, das ist 100 Pro der Generator da draußen. Was? F lesen. Ein Lageplan der UC Campus mit umgekreisten Gebäuden und handschriftlichen Notizen oben. Wir werden hier überrannt. Wir müssen die beiden Karten verstärken. Unten hier schlüpfen infiziert durch alle Stadion und Buchladen Ausgänge. Entschuldigung. Müssen verstärkt werden. Ja, Städte sind doof. Sag schon die ganze Zeit. Und weil es dann vermutlich irgendwann zu viel wurde, sind sie dann auch hier weg. Also wenn möglich, hätte ich auch die ganzen Sachen irgendwo umgezogen ans Land, wo nicht so viel los ist.
Ich kann da rein. Okay. Moment, war da ein Pfeil? Nee. Goodies. Da wurde schon sehr lange nicht mehr sauber gemacht. Oh, Tagebuch. Nein, gottverdammte Monate gewartet und auch immer nichts, kein Wort von niemandem. Ich habe den Speisesaal weitere Dosen mit Nahrungsmitteln gefunden, doch die reichen nicht lange. Keiner Vorfall bei der Barrikade im Ostflur, aber immer noch alles sicher. 31.01. Ich habe einen Blick auf eine herumstreuende Gruppe dieser Dinger geworfen. Einer sah aus wie Heifer. Vielleicht war es sogar Heifer. Scheiße. 10.02. Die Batterien gehen langsam aus. Wir hören nur noch einmal pro Nacht Radio. Das habe ich seit der letzten Übertragung aufgegeben. Sie ist 3 verfluchte Monate her. Also, weshalb die Mühe? 25.02. Cheryl hat gestern draußen gequalmt. Sie sagte, sie braucht das. Sie war ziemlich angepisst, als ich ihr empfohlen wegschmiss. Sie versteht es nicht. Wir müssen einen klaren Kopf behalten. Jemand muss in die Stadt und weitere Vorräte besorgen. Wahrscheinlich werde ich das sein. Ist vermutlich nicht mehr zurückgekommen. Das. Wie lange ging das wohl gut? Okay. Einmal Tür auf. Nächster Raum. Ziemlich ähnlich aus. Spielt den Sinn? Nee. Oh ja. Gib, gib. Die schaut genau gleich dreckig aus wie die andere Dusche. Hä, was ist das? Ach Mann, ich bin voll. Kann ich denn irgendwas produzieren? Vielleicht nochmal sowas. Okay, und wir schauen mal aus mit den Pillen. Lauschmodus Distanz. Naja, warum eigentlich nicht? Ja, immer noch voll. Okay. Verdammt, Sporen. Das heißt. Okay. Ja, war ja klar. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Geil. Zwei Schuss noch. Holy shit. Ja, ich habe einen Pfeil wieder gekriegt. Danke. Also da kommt einer von hinten. Oder wollte zumindest. Ja, ist mal zu weit weg. Fuck, der ist kaputt. So, ab jetzt keinen Schuss mehr. Shit. Ja, komm. Oh, geil. Flammenwerfer-Munition.
Yes, Pfeile. Ich glaube, das ist ein großer Kollege hier. Ich glaube, wir haben einen Bloater da hinten. Scheiße, wie kriege ich den weggelockt? Möchte ich vielleicht ablenken irgendwie? Ja, das hat er nicht gehört. Yes. Okay, ich muss hier weg. Ganz schnell. Gibt's hier oben auch noch was? Okay. Das lief besser als erwartet. Okay. Sehr, sehr geil. Goodies? Keine Goodies? Klopapier. Ich glaube, das wäre doch wertvoll. Wird ja keins mehr hergestellt. Lol, das hat sich... Oh, hier? Nee. Oh, Entschuldigung. Ah, das ist jetzt rausgerutscht. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist also nicht der Ausgang. Habe ich da was übersehen? Ah, hier geht's weiter. Also, Ellie, ich hab... Bist du okay? Was war da drin los? Infizierte, mir geht's gut. Hier, mach jetzt das Tor auf. Ich hab so das Gefühl, dass wenn ich jetzt den Generator hier anmache, dass wir hier Besuch kriegen. Achso, ich muss den da hinschieben. Okay. Okay, du hast deine Waffe, ne? Schön schießen, wenn was kommt. Wer denn sonst? Warum gibt es Infizierte so nah beim Labor? Weil keiner mehr da ist. Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Keine Wache. Kein gar nichts. Ja. Ich habe gesagt, es ist keiner mehr da. Sollten wir jemanden treffen. Gehen wir rein. Aber wir gehen erst rein, nachdem wir hier alles mitgenommen haben. Na? Oh, da. 10 von diesen Waffenteilen da. Warst du an so einer Schule? An der Universität? Hier. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Ja. Als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Hm.
Ich vermute mal, ich hab's nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, sie werden hier vermutlich überrannt worden sein. Meine Kisten hat's bestimmt sehr viele Goodies. Location wäre jetzt auch nicht so schlecht. Ja, wieder so ein Anhänger. Mann, ich brauche mal so ein zusätzliches Werkzeug. Hat sie sonst noch was? Nö. Moment, mit der Licht. Ich glaube, da kommt Licht. Da komme ich jetzt nur mit dem Pferd drüber. Komm mal her. Rutsch doch mal. Komm. Ja, ich glaube. Wir müssen da runter und wir haben Strom. Ja, scheint der Eingang zu sein. Ja, das wird aber nichts mit reingehen hier. Wegen der Kette da. Zugerostet. Hier kommen wir nicht durch. Eher zugemacht mit der Kette. Vielleicht kommen wir rüber. Naja, was ist, wenn wir das Auto da einfach runterschieben? Just saying. Oder wir probieren es hier irgendwo. Nee. Okay, wie kommen wir da rauf? Da ist Stacheldraht. Aber man könnte ja auch irgendwie hochklettern. Ja, von anderen Seiten bringt es auch nicht sehr viel. Ah, komm mal her. Auch dicht hier. Ah, das sieht aber offen aus hier. Na toll, ja, wow, und hier kann ich nichts machen. Na los. Okay, Dead End. Wie kommen wir da hinten rüber? Was haben wir hier hinten? Da ist auch nichts Spannendes. Oh, okay, ich stehe gerade ein bisschen an. Ich meine, das Teil da. Moment mal, kann ich das Teil vielleicht bewegen? Yes. Also wenn es hier Zombies hat, dann werden die das dann gleich mal hören, wenn wir die Tür aufmachen. Ja, jetzt loslassen. Nice. Okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht. Müssen wir dann leider unser Pferdi da lassen. Ah, lass mich raten, wir müssen das da zum LKW hin. Ja, ich glaube, so müsste es passen. Rosi, aufpassen, ne? Nicht, dass dir irgendwas passiert. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. Danke. Sehen wir uns um. Okay, du gehst da rechts. Ich gehe mal da links. Oh ja, ich kann aufmachen. Was ist das? Okay, nur wieder das Upgrade-Zeugs. Werkbank! Habe ich überhaupt genug für irgendwas Sinnvolles? 117. Nachladetempo, Kapazität, Streuung, Ziehtempo, Nachladetempo bei dir.
Naja, machen wir mal. Plus 100%. Nice. Naja, das kann ich halt auch alles nicht machen. Schade. Rückstoß, Feuerrate. Ich glaube, bei dir machen wir nochmal die Feuerrate besser. Ja, noch mehr Nachladetempo. Kriegen wir mit Pfeilen hin? Das ist manchmal schon ein bisschen dämlich. Na, das hält. Okay, weiter geht's. Also ehrlich stelle ich mir darauf ein, dass das hier eine Sackgasse ist. Hast du da hinten irgendwas Tolles gefunden? Moment, ging's da rein? Nee. Da geht's weiter. Gabel gehen hier rein. Kannst du vielleicht nicht so... Wir wissen, was hier los ist. Ja, genau. Wollte gerade sagen. Einfach so rumschreien ist eine ganz blöde Idee. Oh ja, gib. Aber langsam habe ich einfach mal das Wichtigste schon geupgradet. Ich brauche einfach so ein Upgrade-Tool. Na, Messer? Oh ja, Messertür. Bitte lass Munition und so weiter drin haben. Upgrade. Ja, Molotov-Cocktail. Explosionsrate ist jetzt zweimal so groß. Geil. Ja, neues Werkzeug. Endlich eine Stufe weiter oben. Stufe 4. Oh, jetzt habe ich schon alles ausgegeben. Oh ja, Munition, gib, gib, gib. Flammenwerfer sind wir voll. Oh, 50. Soll ich vielleicht doch nochmal zur Werkbank? Wo ist die gewesen? Die war da hinten. Yes, 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 yes. Oh, gibt's da noch was? Mach auf. Explosiv ist voll. Lass mal auf, wohl. Ja, Rauchbombe, weiß ich nicht. Messer machen wir mal. So. Rein da. Dann an die Arbeit. Vor allem bei euch. Was kann man da sagen? Rückschusskapazität bei dir, bei dem kleinen Panzerbrechen. Kapazität. Ich denke, Panzerbrechen ganz schön geil. Jetzt aber zu wenig. Gibt es sonst irgendwas, was wir jetzt mit Stufe 4 noch machen könnten? Nee. Ach Leute, ja, okay, das sind wir schon voll. Schade. So geht es doch. So, Ellie, ich komme. Mal Sinn machen. Okay, nee. Okay. Oh, Notiz. War da vielleicht ein paar mehr Infos. Nichts Nützliches. Ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Oder irgendetwas ist noch da. Was ist das? Aufzug?
Irgendwelche Goodies. Okay. Will ich das jetzt rausfinden? Nee, nee, nicht so schnell. Ich will mich mal ein bisschen umsehen hier. Kurz mal den Sinn. Nee. Keine Leichen. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Ja. Und jetzt Backsteine. Das sieht nach dem aus, dass ich hier Leute ablenken muss. Das ist doch nicht ohne Grund einfach hier. Keine Gutes für mich? Ja doch, immerhin etwas. Also ich würde mal sagen, wir sind hier mindestens ein halbes Jahr schon weg. So wie es hier aussieht. Halt, Schublade. Oh ja, gib her. Ziemlich wiederholend hier bei dem Zeugs. Nice. Munition. Hier vielleicht auch noch. Doppelt hält besser. Waffenteile, 10 Stück. Okay. Sollten die nicht eigentlich drin sein? Naja, okay. Will ich da jetzt reingehen? Mist. Das sind dann wohl Klicker, ja? Nein, Klicker verstecken sich nicht. Weißt du was? Just in case. Ellie, möchtest du deine Waffen bereithalten? Ach, Gott sei Dank, Affen. Immerhin keine Klicker. Firefly ist auch nicht. Tja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Oh, was ist das? Wir werden das finden. Vier Paletten, Laborausrüstung verpackt und transportbereit. Tja, die Frage ist, was passiert jetzt mit euch? Sie wollen die Infizierten einschläfern. Wie ich das finde? Scheiße ist das. Ihr habt euch mehr eingesetzt als sie, ja. Wenn irgendwer die Freiheit verdient hat, dann hey, langsam. Ach Mist! Oh nein! Oh nein! Der Beist. Oh mein Gott. Geil. Infizierte Affen. Gut, dass wir die Affen nicht angefasst haben. Er hat nicht gesagt, wo sie sind. Ich weiß. Suchen wir weiter. Will ich das wirklich herausfinden? Oh Mann, jetzt ist er die ganze Zeit da am Rumforschen und weiß, dass die infiziert sind. Wie dumm muss man sein, dass man sich dann noch freilässt? Ah. Wenn Dummheit manchmal wehtun würde, dann würden es einige Leute schreien. Aber abgesehen von den Affen, was ist denn mit den anderen Tieren? Warum sind eigentlich die nicht infiziert? Ich meine, die Affen sind ziemlich sicher bewusst infiziert worden, aber ich meine, Hirsche und so weiter.
Oh, da hätte man Firefly gefunden. Wenn Sie die Fireflies suchen, sie sind weg. Was du nicht sagst. Ich bin tot, oder bin es bald. Ich hatte Zeit, nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheiße reine Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind es Fireflies? Deckung! Was sind das für Typen? Okay. Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Sind die schon hier oben? Oh Mann. Aber, okay, liebe Leute, ich würde sagen, wir machen das aber in der nächsten Episode. Wir sind schon wieder bei 45 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und wenn ihr ganz wild drauf seid, dann werdet doch Kanalmitglied. Da seht ihr die ganzen Folgen im Vorhinein. Bis dann, bleibt gesund und ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Braubucher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.